So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Lego Mock Video hier, und zwar diesmal mit der Aufstieg eines Killers Mock Nummer 2, also die Folge 3, oder ich weiß es gerade leider nicht mehr. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier das Set, das ich benutzt habe beim Film. Hier seht ihr nochmal kurz im Detail, was da dabei war an Gegenstände, und das werde ich jetzt dann nachher wieder ein bisschen abbauen, und dann seht ihr, wie genau die Bautechnik hier verwendet wurde. So, dann machen wir das Ganze jetzt gleich mal weg. Die Bautechnik der Wand und so weiter schauen wir an, gleich auch an. So, bitte einmal weg. Und genau, ihr könnt gerne like und abonniere. Und jetzt seht ihr hier, wie die Fässer und so weiter aussehen. Zack, hier nochmal. Und das Grünzeug und jetzt die Bänke und die Fässer, wie ich jetzt dann auch mal noch wegmache. Zack. Und dann schauen wir jetzt mal links und rechts diese Wände an, die ich benutzt habe, damit ich keinen Hintergrund benutzen muss. Die baue ich jetzt einmal ab. Zack. Ah, da muss ich den Ton noch vom Video rausmachen. Entschuldigung für den Daumen hier gerade im Video, aber die sind so aufgebaut. Die habe ich dann mit so zwei Pins am Boden befestigt. Und die kann man jetzt dann, wenn ich die Kamera gleich befestigt habe, zack, könnt ihr jetzt dann auch gleich sehen, dass ich die nämlich so zusammengeklippt habe mit einer normalen 1x2er Technik-Pins, heißt die, glaube ich. Und das ist dasselbe hier oben auch. So, dann bitte einmal weg mit dem. Zack. So, dann haben wir jetzt hier drüben noch das Teil, wo ich hier an Wand gemacht habe, damit das Technikzeug da nicht umfällt. So. Ihr seht, das ist einfach nur so gebaut, das ist ganz einfach, und hier drüber befestigt an den zwei Pins hier. So, dann bitte einmal noch die rechte Wand rechts. Die schauen wir uns nämlich jetzt auch noch kurz an. Die ist so ähnlich gebaut, bloß hatte ich dann nicht mal so viele von den grauen Pins, deswegen werdet ihr gleich sehen, dass ich das, Entschuldigung nochmal für meine Finger, da habe ich es leider ein bisschen verschätzt, dass mein Finger da ins Bild direkt reinhopst. So, ihr seht, das habe ich mit solcher Technikstange gelöst, weil ich die nicht mehr hatte. Ja, dafür war auch das Risiko ein bisschen größer, dass die Wand umfällt, aber egal. Die habe ich auch unten mit 1x1er Pins genau befestigt. So würde ich das jetzt richtig machen. Zack, passt es auch. So, dann machen wir das einmal weg und schauen uns jetzt dann nochmal hier die Wand an mit den unterschiedlichen Bautechniken. Dazu müssen wir jetzt einmal die komplette Wand hier runterwerfen. Ja, ich muss gerade die Kamera in mein Lego-Teil reinbauen, wo ich auch für meine Lego-Filme benutze. Schaut gerne auch die Lego-Filme an. Und ja, ihr könnt auch gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Jetzt schauen wir uns noch schnell die Wände an. So, Philipp ist jetzt dann mal bitte fertig. Philipp aus der Vergangenheit, sorgt jetzt bitte dafür, dass das passt. So, jetzt nochmal kurz die Wand. Sehr schön. So, dann jetzt einmal werfe ich das ganze Teil jetzt um. Zack, die sind jetzt leider nicht ganz so gut abgegangen, aber das macht gar nichts. Ich hoffe, ja, dann einmal hier, die habe ich mit 1x1er befestigt. Das sind also drei Module, die mir anschauen können. So, ich hoffe, mir hört draußen die Hintergrundgeräusche nicht, weil die stören natürlich. So, das habe ich nicht dran gebaut, das habe ich vorne dran gelegt. Das gehört jetzt noch unter an das Teil dran. So, ich hoffe, jetzt läuft es wieder synchron. Ich wurde nämlich gerade unterbrochen, weil jemand mal wieder gemeint hat, nicht zu klopfen. So, das gehört jetzt auch noch da dran. Dann müssen wir das jetzt hier alles nur noch nach vorne machen, damit ihr das auch gut ansehen könnt im Detail. Jetzt habe ich vergessen, wieder den Ton stumm zu machen. Egal, das mache ich gleich. So, dann einmal umdrehen. Da seht ihr, das linke Teil ist wieder runtergefallen. Aber egal, das mache ich jetzt wieder dran. Und die Wand kommt weg. Dann schauen wir uns jetzt die nächste Wand an. Da ist leider auch das untere Zeug wieder abgefallen. Die einmal, was auch immer. Ich weiß es gerade nicht, wie lange. Plates muss ich jetzt gerade wieder dran machen. Am besten nehmt ihr dann nicht euer Fingernagel, weil das kann auf jeden Fall dafür führen, dass die Fingernägel ein bisschen abbrechen. Aber ich war dann zu faul, den Deko-Öffner zu holen. So, einmal dran drücke und das andere dann auch noch dran knipse. So. Wenn es jetzt nicht ganz synchron läuft, hoffentlich macht es euch jetzt nichts aus. Hier seht ihr nochmal die Mauer im Detail. Ich drehe die euch jetzt auch nochmal um. So. Und dann mache ich die auf Seite und hole dann das letzte Mauerteil noch. Zack, einmal weg.
So. Jetzt kommen wir zum letzten. Zack. So, ihr seht, da habe ich sogar eine Leiter dran gebaut, damit man die einfach noch dabei hat. Da war jetzt später noch so Seil und so dran. Ja, hier noch die Rückseite. Und dann bitte einmal noch weg damit. Zack. Ja, da oben seht ihr nochmal, wie ich das geregelt habe mit dem Zusammenknipsen der unterschiedlichen Module, also den drei. Das kommt jetzt auch weg und dann beenden wir jetzt das Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und hier nochmal kurz graue Platte, aber wir wollen natürlich den Abmoderationsscreen. Danke fürs Ansehen, lasst ein Like und ein Abo da und bis dann. Ciao Leute.